Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Teil 12 der Cola-Bärchen-Leaks. Und wie immer bin ich in Gesellschaft vom Bewährungsversager mit Ä ganz wichtig. Hallo und guten Abend auch an dich. Wie geht's dir? Hallo, ja, danke, mir geht's gut. Und dir? Ja, danke, mir auch. Noch. Das freut mich. Ja, das freut mich. Ja, du hast mich ja aus dem Keller rausgelassen und jetzt machen wir Teil 12. Okay. Ja, aber witzig, ne? In meinen Kommentaren habe ich dich irgendwo eingesperrt und in deinen Kommentaren hast du mich weggesperrt. Sehr, sehr geistige Wegen, würde ich sagen. Ja, wir werden nur rausgelassen, wenn wir zur Paartherapie müssen, gell? Genau, richtig. Oder zur Videoaufnahme. Ja, genau, ganz genau. Ja, irgendjemand hat auch geschrieben, dass wir wohl irgendwie vom Paartherapeuten 5 Jahre Zwangszusammensein gekriegt hätten, damit wir jede Menge guten Content rausmeddeln können. Ah, okay. Aber ich sag's dir, wie es ist. Egal, was passiert, wir werden unser Kind nicht Rainer nennen. Nein. Egal, was du sagst, nein. Mir egal. Ja, ihr merkt schon, wir gehen gerade auf Kommentare ein, die sehr häufig kommen. Da möchte ich auf noch mehr Kommentare eingehen. Du hast in dem vorletzten Video, im 10. Teil, hast du gefragt, wie ein männliches Bärchen heißen soll. Ah, okay, haben wir da vernünftige Antworten Wir bekommen? Haben da vernünftige Antworten, wir haben aber auch viele, die gleich sind. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber unter anderem auch Bärchen, aber mit Ä, ganz wichtig. Mhm. Dann Bärlein. Jemand meinte auch, es wird nicht gegendert, das bleibt ein Bärchen. Okay, das ist gut. Ach, es gab noch so ein schönes und ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Vanja, verzeih mir bitte. Hol ich nach. Auf jeden Fall waren da schon ein paar schöne Sachen dabei. Aber es war ganz oft eben Bärchen, aber dann mit Ä. Es gab auch Bärchen mit 2 Ä. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Angriff sehen soll, aber... Vielleicht ist das der Wink mit dem Zaunfall, dass du das vielleicht Rainers Bärchen. Du kannst mich kreuzweise nie im Leben. Habe ich schon einer anderen Sau versprochen. Ja, okay. Hast du mich gerade Sau genannt? Quatsch. Wenn, dann bin ich ein Schwein. Ein Eber. Ein Keiler. Na, genau, weil das ist männlich. Och, echt? Ja. Sag bloß. Ich würde sagen, also, wir haben genug gequatscht. Ja, wir fangen an. Ich freue mich schon, weil hier werden wir Rainer anscheinend sehr viel reden hören, wenn wir hier so sehen, dass da einige Sprachnachrichten sind. Ja, hoffentlich nicht liegend. Na, hoffentlich. Ja, bitte. Aber wir starten einfach. Ja, okay. Ich drücke. Hast du noch eine Sekunde? Würde nicht lange dauern. Bin gerade nicht am PC. Schickst du mir kurz eine Sprachnachricht? Ja gut, also ich habe jetzt gerade bei meinem Arzt angerufen. So HIV-Test würde halt so 20 Euro kosten ungefähr. Testergebnis würde ich in 2-3 Tagen kriegen. Jetzt ist die Frage, willst du irgendeinen speziellen Test oder speziell HIV? Weil andere Geschlechtskrankheiten, die kriegt man ja mit, die sieht man ja anhand vom Intimbereich und so weiter oder sonstige Sachen. So Syphilis und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das sich so äußert, aber das sieht man ja normalerweise, dass ich da gesund bin, so gesehen. Nein, oder? Ich weiß also, es wirklich nicht und ich werde das auch nicht googeln. Nein, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich das jetzt wieder übernehmen? Nee, komm, bitte nicht. Nee, aber es gibt doch bestimmt Krankheiten, die man nicht sieht. Eine Blaseninfektion oder Blasenentzündung sieht man doch auch nicht. Und trotzdem ist es ja übertragbar. Ja, die sieht man nicht, aber ja, ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall welche, die kann man äußerlich erkennen. Ach so, übrigens, gell, denk mal kurz daran, er hat ja gesagt, ihm wurde gesagt, dass seine Eichel komisch aussieht. Und da fällt mir ein und zu. Okay. So, Fenster ist zu. Das muss jetzt nämlich nett sein. Ja, aber ja, vielleicht sieht es ja deswegen komisch aus, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube da eher, dass der irgendwie verengt ist oder so. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Es wird sicherlich auch welche geben, die vielleicht nicht direkt sichtbar sind und
irgendwelche, wo sich ein Blumenkohl bildet oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann testet man sich. Und dann quatscht man da auch nicht lang drum rum. Und dieses Thema zieht sich ja nun auch schon eine ganze Weile eigentlich von Anfang an durch die Gespräche der beiden. Und jetzt hat er sich wohl mal ein bisschen schlau gemacht. Aber irgendwie will er sich jetzt doch ein bisschen drücken, habe ich den Eindruck. Mhm. Oder hat keinen Bock, manches liegt an den 20 Euro. Ja, genau. Hör auf, so zu denken wie ich. Okay, du weißt, 20 Euro sind halt schon wieder eine Nintendo-Karte. Stimmt. Oder ein Spiel auf Steam. Ja, gut. Oder zwei Pizzen. Von ja. Nee, von Lieferando. Ach so, ja, ach, du denkst schon wieder viel weiter als ich. Alles gut. Von ja kriegst du wahrscheinlich 15 Stück dafür. Würde dir das mit dem HIV-Test reichen oder willst du irgendwas speziell getestet haben? Also, Kompletttest wäre schon schön. Gibt es denn da eine genaue Bezeichnung für kompletten Test oder so? Ich weiß nicht, ob es da irgendwas Bestimmtes gibt, weil die, ich weiß nicht, was das bei denen dann so macht. Weil die hat mich halt gefragt, ob das bestimmt ist, habe ich gesagt, so Allgemeintest halt, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Sagst du halt, du möchtest einmal einen Kompletttest. Hepatitis siehst du ja zum Beispiel nicht so ohne weiteres. Ja, muss ich halt mal schauen. Also das mit dem HIV-Test reicht dir nicht, quasi. Hat sie doch gesagt. Weil sonst habe ich ja nichts. Vaginalverkehr hatte ich nur mit meiner Ex-Freundin. Nein. Und das ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange her. Analverkehr hatte ich gar nicht. Die letzten, sechs Jahre oder so, oder 7 Jahre. Ansonsten halt nur das Blasen und ein bisschen Wichsen. Ansonsten hatte ich ja nichts Sexuelles. Und ich glaube, wenn der Vaginalverkehr mit meiner Ex-Freundin irgendwas wäre, dann hätte mir die wahrscheinlich schon einen Strick draus gedreht oder hätte die mir schon irgendwas draufgeballert. Ja, aber für sowas wie Hepatitis oder so muss man doch tatsächlich Geschlechtsverkehr haben, oder? Also nee, du kannst dir das ganze Hepatitis ABC auch einfangen durch andere Flüssigkeiten. Ich finde aber die Aussage hier gerade ziemlich ekelhaft wieder, dass er meint, die hätte mir daraus einen Strick gedreht. Mm. Wenn der die mit irgendwas infiziert hat, dann heißt es nicht einen Strick draus drehen. Nee, natürlich nicht. Aber wahrscheinlich hat er das so gemeint, du weißt, wie er denkt, dass sie das dann an die bösen Hater weitergegeben hätte, dass die ihn dann noch weiter ärgern können, moppeln können, was auch immer. So vaginal oder anal oder so. Das kriegt man jetzt nicht vom Blasen, oder? Mhm. Das ist ja hauptsächlich HIV. Über Sperma, Scheidenflüssigkeit, Blut und so weiter. Mhm. Sogar Speiche. Nicht unbedingt. Ja, aber das ist ja jetzt auch schon ewig her. Das müsste man noch irgendwie mitkriegen. Gut, ich rufe nochmal an und frage nach. Ah, jetzt habe ich dir die Nummer geschickt. Scheiße. Das ist die Nummer vom Gesundheitsamt in Neustadt. So, folgendes. Es gibt ein Neustadt Gesundheitsamt, ich kann da hin, aber die sind erst am Montag wieder da. Jetzt ist die Frage, reicht dir das denn nicht, wenn ich dann so einen HIV-Test mache? Muss ich wirklich jetzt einen kompletten Gesundheitstest machen dafür? Weil irgendwelche Symptome müsste ich ja haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche mit irgendjemand anderem in die Kiste springe. Natürlich nicht. Und das weiß sie auch. Mhm. Außerdem, da geht es doch bestimmt nur ums Geld. Wahrscheinlich ist so ein kompletter Test teurer, aber die Prozedur wird ja wahrscheinlich die ähnliche sein, dass man da halt einen Abstrich macht. Ich weiß nicht, ob es nur das Geld ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass er auch wenn man das von ihm so nicht kennt, Scham hat, weiß nicht, oder Angst vor dem Ergebnis. Ja, das glaube ich, wird es nicht sein. Angst vor dem Ergebnis oder Scham. Scham, was weiß ich, vielleicht denkt er auch, er müsste da blank ziehen oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei ihm schon ein bisschen schwerer ist, einen Abstrich zu machen. Also
Ich weiß nicht, da Ja, muss der also Arzt ja dass er irgendwie sich sagen. deshalb auch so drücken will, dass das gar nicht was damit zu tun hat, dass, ja, wie soll ich sagen, gar nicht will oder sich so sicher ist, sondern dass der Muffensausen hat und vor irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich traue ihm das zu, ich halte ihn für einen Feigling. Ja, aber diese Situation auch. Der Arzt müsste ja sowas sagen wie, ja, Herr Winkler, halten Sie mal die Wampe hoch und ich mache einen Abstrich. Ja, ein Arzt wird da mit Sicherheit etwas netter sein als du jetzt. Ja, ist okay, ich bin kein Mediziner, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht, aber naja. Und ja, da müssten ja eigentlich irgendwelche Dinger da sein. Außerdem, einfach nur durch Speichelübertragung ist, glaube ich, ziemlich gering. Zumindest war es bei HIV so. Bei anderen Geschlechtskrankheiten weiß ich jetzt nicht. Aber es müssten ja irgendwelche Symptome da sein, wenn ich irgendwelche Geschlechtskrankheiten hätte. Vor allem auch im Teambereich. Aber da ist ja nichts in die Richtung. Wenn es jetzt wirklich gar nicht anders geht, dann würde ich am Montag zu dem HIV-Test oder zu den Tests halt gehen. Ansonsten würde ich einen HIV-Test, wenn dir das reicht, bei meinem Hausarzt machen. Stimmt, also HIV und Syphilis, sonst nichts. Und Hepatitis. Weil die beiden können die unter Umständen bei meinem Hausarzt machen lassen. Seufz. Das kann der auch. Du machst es einem echt schwer. Sitze jetzt beim Doc. Und du so? Im Stream muss ja was arbeiten. Ah ja, und anscheinend will die Polizei mich in die psychiatrische stecken. Was? Jetzt mache ich mir Sorgen. Ich schaue gerade in deinem Stream, bin wieder da. Okay. Vorbereitung? Ich will live gleich ein Video aufnehmen. Oh, wovon? Nee, ist mir egal. Kurz für den Idioten. Also das heißt der Film, die Serie. Stört dich das eigentlich, wenn ich rauche? Weil ich weiß, ich glaube, du rauchst ja nicht, ne? Mein Schatz. Okay, schick mal ein Bild von dir, dann schicke ich dir eine Live-Nachricht, die dir gefallen wird. Oder möchtest nicht, wenn nicht ist okay. Ah, XD. Haha, Internet langsam. Okay. Hab's so Clip in Dreads. Oh, schönes Bild. Alles meins. Ah, okay. Ja, dann schick mal eine Nachricht, die mir gefallen wird. Dachte, das mit alles meins gefällt dir, XD. Ist schwierig, gell? Alles Ne. meins. Ja, diese Besitzansprüche von Rainer. Wenn das jetzt bei einem Paar stattfindet, ist das in Ordnung, aber nicht so. Bei ihm ist alles übergriffig, alles. Sagt die, wo mich in den Keller sperrt. Kannst du jetzt mal aufhören? Hinterher glaubt das noch jemand? Ja, okay. Aber auch dieses XD, das triggert mich wieder Ja, richtig. und das Seufzt. Hatte ich Stimmt, auch das. x-mal in den Kommentaren. Ja, es seufzt, das macht mich fertig. Aber sie hat ja gesagt, sie will auch ein Bild. Ich befürchte irgendwie Schlimmes. Jetzt gibt es erstmal grüne Herzchen. Ich hab dich lieb, Maus. Grünes Herzchen. Erklär mal das mit dem grünen Herz. Wen wir uns sehen. Oh. Wie war das mit. Wie war das mit dem Traum und so? Wolltest du mir auch erst erzählen, wenn wir uns sehen? Also erzähle ich dir das mit dem Herz eben auch erst dann. Okay. Merkst du den Unterschied in seiner Stimme, wenn er normale Sprachnachrichten macht oder wenn er die macht, während er gerade im Stream ist? Ja, natürlich. Er muss flexen. Ja, das ist so grenzpeinlich. Also, das ist wirklich richtig erbärmlich. Was meinst du, hat es mit den grünen Herzen auf sich? Gar nichts. Sie hat doch im letzten Teil gesagt, dass sie von irgendwas geträumt hat oder von ihm geträumt hat. Will sie ihm aber erst sagen, wenn sie sich sehen, dann will sie ihm das ins Ohr flüstern. Er hat das versucht, aus ihr rauszukitzeln. Ist ihm nicht Aber nicht gelungen. geschafft. Und jetzt Okay. versucht er ein Druckmittel mit dem grünen Herz. Das hat nichts zu bedeuten. Okay. Für mich. Da hilft auch kein trauriges Gesicht machen. Wenn wir noch mal reden und du mir den Traum erklärst, dann verrate ich es dir. Ich werde jetzt erstmal noch ein wenig weiterarbeiten. Ich würde den Stream jetzt beenden, also wenn du es wissen willst, können wir gleich reden. Nee, dann warte ich lieber. Ganz wie du meinst, grünes Herz.
Da müssen wir dann wohl beide durch. So, entschuldige. Gerade war die Polizei da. Boah. Ja, das war meine Bloßspülung. Junge! Das Alter! kann der nicht ernst meinen. Das ist nicht sein Ernster. Gott! Oh. Wenn man jetzt noch eine Dusche hört, dann hast du mich hier liegen. Dann breche ich hier ab. Ich hoffe, er wäscht sich jetzt wenigstens die Hände. Das wird man gleich hören, oder? Ja. Ah. Ja, Moment. So, jetzt. Bei mir gibt es heute das gleiche wie gestern. Also Lachs auf Toast. Leider habe ich wieder vergessen, heute schon das zweite Mal vergessen, mir Gurken zu kaufen. Ein bisschen schlecht, aber es hilft ja nichts. So. Meinst du, das war gerade Hände waschen? Oder ist das Wasser, was in den Spülkasten plätschert? Weil der ist ja offen gewesen bei ihm. Weil ich finde jetzt, ganz ehrlich, für Hände waschen war mir das ein bisschen zu lang bei Rainer. Vielleicht hat er es auch mit Absicht gemacht, um vor ihr besonders reinlich zu wirken. Reinlich mit AI. Aber es war so, ich weiß nicht, es klang irgendwie so plätschernd. Weißt du, wie ich, das ist ganz blöd zu erklären. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir hört sich laufendes Wasser auch anders an, aber vielleicht hat der auch einfach nur so ein Rohr, wo das Wasser rauskommt. Also der Wasserhahn, dass der ja da kein. Wie heißen die Dinger, diese kleinen Gitter? Ja, ich weiß, diese, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich Ja. komme gerade nicht drauf. Hände waschen. Ja, okay. Und nein, Jetzt ich war nur Wasser. pullern. So. Na gut, mal gucken. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Abend und du kannst dich ja später melden, falls du noch Zeit hast und Lust hast und so weiter. Und wenn du das mit dem grünen Herz wissen willst, ich erkläre dir das gerne. Aber naja, jetzt wo ich ein Druckmittel habe, nur gegen Siehst die du? Informationen vom Traum. Und ich persönlich hoffe eigentlich schon, dass du mir das möglichst bald noch erzählst, weil wenn du wirklich lange warten willst, bis du bei mir bist, hast du es vermutlich vergessen. Lachs, total lecker. Ja. Können ja gerne zusammen essen. Oder ein bisschen Kuchen oder beides. Kuchen habe ich erst gekauft. Hoffe, du magst Zitrone. Ui. Ist eingefroren. Was? Annich am Donnerstagabend rausholen. Ja, natürlich. Als ob es bei Rainer normalen Kuchen gibt. Immer nur so Fertigzeug. Ja, aber hat er jetzt Kuchen oder Torte? Weil warum ist Kuchen eingefroren? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Gerade dieser abgepackte Kuchen, der hält sich ja eine Weile. Wenn er da in diesem, was auch immer, Papier ist, eingeschweißt oder so. Ich bin jetzt nicht so der große Kuchen- und Tortenesser. Ich weiß noch gar nicht, ehrlich gesagt, was der große Unterschied ist. Zwischen. Aber den wirst du mir jetzt wahrscheinlich erklären, Nee, oder? das werde ich dir jetzt nicht antun. Okay. ja, um es mal leichter zu machen. Also Kuchen kennst du, ne? Zum Beispiel einen Sandkuchen. Ich rede nicht den kleine Kinder im Sandkasten backen, sondern einfach eher So trockener. Ja, Marmorkuchen. genau. Marmorkuchen ist Kuchen. Und eine Torte, was weiß ich, Schwarzwälder Kirsch oder so mit ganz viel Sahne und Biskuitboden und Gedöne. Kuchen Okay. backt der Bäcker, Torte macht der Konditor. Okay. Gut zu Die wissen. können aber beides meistens. Okay. Oh, es gibt Gefrorenen? Zeig mal. Wie stellst du dir das vor? Soll ich jetzt meinen Gefrierschrank fotografieren? Das ist ein ganz normaler Kuchen, den ich eingefroren habe. Also, das heißt, der war vorher nicht gefroren? Richtig. Ja. Was machst du Schönes? Bin auch fix einkaufen und koche gleich. Okay, was gibt es bei dir? Wahrscheinlich ein Burger. Hier übrigens ein Bild von vor 2 Tagen. Dann weißt du ungefähr, wie meine Figur aussieht aktuell. Was eine geile Frau. Ich freue mich drauf, dich zu sehen und extrem sexy. Dankeschön. Wie gesagt, etwas dicker. Aber du sagst ja, das ist dir eh lieber. Du siehst nicht dick aus, du siehst geil aus. Macht mich schon geil, mir vorzustellen, dass wir.
Warte dann erstmal, ob du mich live noch toll findest. Ich werde übrigens sehr wahrscheinlich einfach eine schwarze Kapuzenjacke anziehen, damit man mich nicht sofort erkennt. Guter Plan. Minirock ohne Höschen? Haha, nicht bis ich nicht bei dir bin. Das Traurige ist ja, Rainer wüsste nicht mal, was er damit anfängt. Oh, da hat er schon ganz wilde Geschichten zu erzählt. Ja, aber es sind halt nur Geschichten. Ja, ja. Am Ende komme ich noch in eine blöde Situation. Schade. Also, wenn dir eine rothaarige, kupferhaarige Dame in Kapuzenjacke und Sonnenbrille entgegenkommt, bin das höchstwahrscheinlich ich. Nee, aber beim Bild kann man sich ja auch ein bisschen Mühe geben, dass es hübsch aussieht. In echt sieht man auch schon mal doof aus. Dann lass uns mal kämen. Muss ja nicht lang sein. Nee, erst wenn wir uns getroffen haben. Wie gesagt, da bin ich schüchtern und brauche Vertrauen. Mann ey, du machst mir das echt schwer. Sorry, aber du brauchst ja auch für Sachen Vertrauen, sprich Treffen. Für ein Treffen nicht nur den Ort. Ich will kein Risiko, daher habe ich auch die Sache, dass ein Kerngespräch weiter betrügen würde. Dass du dich dagegen so vehement wehrst, verstehe ich auch nicht, weil du machst ja selbst Bilder etc. Das ist doch ganz was anderes. Also finde ich zumindest. Ja, finde ich auch. Absolut. Aber wie er es immer und immer wieder versucht, ne, seinen Willen durchzusetzen. Gut, dass er damals noch nicht auf dem Trichter war, ich will dir Don Hubert Gutes tun. Ja, aber trotzdem, wie er immer so versucht, sie zu überreden und versucht, ihre Argumente irgendwie auszuhebeln und es einfach nicht hinkriegt. Ja, aber gegen dieses Gefühl, dass das jemandem unangenehm ist, kannst du eh kaum was machen. Ja, vielleicht ein bisschen gut zureden oder so, aber ob das so richtig hilft, na, ich bin mir nicht so sicher. Nee. Es ist eine Angst, die tief sitzt. Schwer zu erklären. Wurde lange gestalkt. Ja, aber ehrlich, glaubst echt, dass ich sowas machen würde? Ja. Nee, aber ich will dich erst gesehen haben, persönlich. Dann kennen wir uns. Dann kann ich mal probieren, ob das für mich wieder okay ist. Okay, Frage. Was denkst du, wie ich mich fühle, wenn ich bisher nur Bilder, aber kein Video gesehen habe? Also Cam. Ich glaube, ich tue für diese Beziehung genug, indem ich zu dir fahre, ohne dass wir uns wirklich kennen. Mehr bin ich einfach nicht bereit, im Voraus zu geben. Tut mir leid. Ich meine, du hast mir heute selber gesagt, dass dich die Mädels alle verarschen. Und ich komme nächste Woche vorbei. Das muss doch reichen, oder? Warum kommt die Nachricht nicht an? Ich glaube, ich tue für diese Beziehung genug, indem ich zu dir fahre, ohne dass wir uns wirklich kennen. Mehr bin ich einfach nicht bereit, im Voraus zu geben. Tut mir leid. Die. Sie kam an. Ah, bei mir nicht. Naja, wenn du jetzt sauer bist, dann arbeite ich weiter. Ich bin nicht sauer, ich würde eher sagen traurig. Oh. Für mich ist das immer, als würde ich mir einer scharfen Granate in der Hosentasche rumlaufen. Hä? Aber wieso? Weil sie nicht kämmen will? Weil sie sich nicht vor der Kamera zeigen will? Ja, ich verstehe das Argument auch nicht ganz. Ja, oder den Vergleich. Ich auch nicht. Ich akzeptiere doch, dass du mir vorher Sachen nicht sagst und zeigst. Habe ich mich beschwert? Klang schon so. Ich habe nur gesagt, dass es schade ist, was soll's. Okay. Oh nee, nicht wieder. Dieses Mitleidige, diese versuchte emotionale Erpressung, das geht mir auch wieder richtig auf den Sack. Ja. Na, alles gut? Ja, Maus, ich bin am Streamen, schon wieder. Ja, natürlich. Im Stream muss man sie so nennen. Ja. Ach, peinlich. Diese Nachricht wurde gelöscht. Hey, sorry. Ich habe mich ausgesperrt vor der Tür. Wollte eben Müll runterbringen. Hab jetzt auf einen Nachbarn gewartet, der so eine Plastikkarte zum Aufdrücken hat. IK, okay. Und warum genau nimmst du dein Handy nicht mit? Ich nehme mein Handy doch nicht mit zum Müll runterbringen.
Ich bin noch nicht die Generation, die das 24/7 am Körper haben muss. Ich bin auch nicht die Generation, aber ich habe das Handy trotzdem anstecken. Jetzt zum Beispiel laufe ich auch durchs Haus, weil ich mir gerade was zu essen mache. Der Besserwisser Lord triggert mich auch jedes Mal. Aber hier hätte sie am besten sowas gesagt, wie ja, sie hatte nur Unterwäsche an. Oder irgendwie, sie hatte nur ein Kleid und es hat keine Taschen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Da wäre wahrscheinlich auch wieder ein dummer Spruch gekommen. Natürlich. Und so, sowas wie, ja, hat dein Nachbar dich dann in Unterwäsche gesehen oder so. Das. Ja, und wenn? Die beiden sind nicht zusammen. Die kann machen, was sie will. Die kann sich nackig in den Türrahmen stellen. Ich habe keine Hose mit Taschen Ah, okay. angehabt, sondern nur Okay. eine Leggings. Da wäre das Handy beim Müll runterbringen doof gewesen. Dann schlaf mal schön. Ja, schlafen ist bei mir nicht zu denken vor 4 Uhr morgens. Weil die Hater sind schon wieder da und haben schon wieder Scheiße gebaut. Oh ja, dann drücke die Daumen, dass die nichts machen. Schon Polizei gerufen? Ich habe gerade gesagt, dass die bei mir dass die Farbe an meine Wand geschmissen haben und du sagst, ja, ich hoffe, dass sie nichts machen. Okay. Polizei habe ich gerufen, ja, aber die können jetzt vermutlich nichts mehr machen. Oh, sorry, schneller geschrieben als gedacht. Alles gut. Hab dich lieb, Schnuggelhase. Sondern? Hihihi. Und leg dir später Schmusi, ich bin gerade eh im Stream. Okay, ich arbeite noch etwas. Okay, mach das. Ich hatte den Stream jetzt ausgemacht. Aber es sind wieder Spassis da. Ich könnte kotzen. Hoffe echt, dass es nächstes Wochenende ruhig ist. Ich will dir das nicht antun. Wir schaffen das schon. Du beschützt mich ja. Natürlich, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie du denkst. Wieso? Ich glaube, du nimmst das alles ein bisschen zu leicht. Weil es nicht ganz so einfach ist, weil es genug Idioten gibt, die einfach nicht sich mit dummen Sprüchen begnügen. Ja und Rainer, du kämpfst doch gegen 15 Leute auf einmal. Ja, eben. Da sollten dumme Sprüche ja gar kein Problem sein. Wollte ja sagen, mach doch einfach die Fenster zu, aber geht ja nicht. Und was glaubst du, was ich alleine gegen 30 Leute ausrichten kann? Oh. Ja, 30 sind zu viel. 15 sind noch in Ordnung. Das ist so peinlich. Und nein, ich würde nicht glauben, dass Rainer eine Frau beschützen könnte. Oder auch würde. Würde er einfach nicht machen. Nee, der wird gucken, dass er selber heil davon kommt. Mit Sicherheit. Nur mal so als Beispiel. Wäre aber jedermann aufgeschmissen. Naja, ich vermutlich nicht, wenn ich ein Schwert hätte und die abmurksen dürfte. Aber ich bezweifle, dass das in den Rahmen der Möglichkeiten fällt. Ja, Rainer kann sich auch wirklich nur mit Waffen verteidigen. Oder angreifen. Ja, und Mit. wenn ich da an den Talk von gestern denke, bei dir im Video, von wegen, wie schlecht Menschen sich doch benehmen auf der Welt, und sie sind ja nur so toll, weil sie Waffen haben. Ja, genau. Das Video damals, wo er einfach mit diesem scheiß Master Schwert von Zelda rausgekommen ist. Es war auch abartig, dieses Besuchervideo, wo da einer auf dieser Bulldog-Halle rumgeklettert ist und die da dazwischendurch gefilmt haben und da steht der einfach mit dem Schwert. Ah, das war richtig gut. Wie auch immer. Ja, wollen wir heute Abend ein bisschen reden? Ich würde gerne deine Stimme hören und ein bisschen mit dir reden. Vor allem, weil wir uns nächste Woche ja treffen wollen. Würde auch gerne besprechen, was für Filme wir gucken und so, ob ich irgendwas Bestimmtes besorgen soll oder so. Quatschen kriege ich leider erst am Montag wieder hin, fahre gleich heim. Und dann muss ich dringend schlafen. Hab eine leichte Grippe seit gestern. Und morgen die erste Auswahl an die Kunden fertig machen und ein paar Orgasachen machen, weil ich ja am Freitag zu dir fahre. Aber am Montag habe ich Zeit. Ich gehe nicht. Das solltest langsam wissen. Ich weiß ja nicht, wann du schlafen gehst, deswegen habe ich gute Nacht gesagt. Du hast dich ja selber von dir aus nicht mehr gemeldet.
und ich habe mir einfach gedacht, ich sage jetzt einfach mal gute Nacht. Wach bleiben tue ich eh bis 4, 5 früh. Minimum. Das ist aber lieb von dir. Grünes Herz. Du könntest dir natürlich einen normalen Schlafrhythmus versuchen anzugewöhnen. Dann können wir gemeinsam einschlafen, wenn wir uns sehen. Ich habe eine Frage an dich. Was glaubst du, warum ich so schlafe? Nebenbei bemerkt, würde das mit einem normalen Schlafrhythmus auch ohnehin nicht funktionieren. Ich schlafe nie mehr als ein paar Stunden am Tag. Weiß ich nicht. Wieso? Wie viel schläfst du denn? Der Grund dafür ist eigentlich recht einfach. In einem Wort gesagt, Hater. Es liegt einfach daran, weil die Hater immer also wenn es nachts wird, immer am bevorzugten, vor allem am Wochenende da sind und Stress machen, rumschreien, irgendeinen Scheiß machen. Was glaubst du, was passieren würde, wenn ich mal nicht wach werde oder meine Lichter nicht an wären über Nacht und die Hater davon ausgehen würden, dass ich einfach schon schlafe? Jetzt mal ernsthaft. Das mag vorgekommen sein, dass da schon zu jeder Tages- und Nachtzeit Hater vorm Tor gestanden haben. Aber war das so, dass er jede Nacht auch Besuch hatte? Nicht nur tagsüber oder bis in den Abend hinein? Nie im Leben. Glaube ich einfach Ja, nicht. ich glaube auch nicht, dass das damit zu tun hat. Er hat ja auch mal in den Leaks, in den letzten Leaks, Bärchen-Leaks gesagt, dass er gerade am Wochenende immer Nachtschicht schiebt, falls da jemand vorbeikommt. Und da passiert ja auch nichts in Zobis. Also ich glaube, dass er einfach nur einen Grund sucht, beziehungsweise eine Begründung sich zurechtgelegt hat, warum er so einen bekloppten Rhythmus hat. Vor allem hat er auch lange vor den Hatern schon immer so einen bekloppten Schlafrhythmus gehabt. Wenn du dich erinnerst, so die ersten Videos von ihm, da hat er so oft gesagt, ja, jetzt ist auch schon wieder nach 12 nachts halt, wo er aufnimmt. Da hat man ihm auch angesehen, dass er schon mega müde ist. Ich weiß nicht, warum der immer bis 2, 3, 4 Uhr morgens wach geblieben ist. Ja, ich meine, wir haben auch schon Ist mal bis wirklich zu sehr später Stunde aufgenommen, aber dann mussten wir auch beide nicht so früh raus. ja, aber er, keine Ahnung, also ich weiß nicht, jede Nacht bis 4 Uhr nachts Nee, um Gottes Willen, wach sein, da nee, stehe da ich hätte ich ja auch schon keinen Bock wieder drauf. auf. Ja, genau. Und ich würde mal behaupten, die Chance, dass Hater vorm Tor stehen, ist um, was weiß ich, zwischen 7 und 11 Uhr höher als zwischen 1 und 4 Uhr oder 5 Uhr. Weil Ja. manche vielleicht tatsächlich, ja, so vor der Arbeit mal vorbeigehen oder nach der Nachtschicht Okay. oder so. Aber ich glaube nicht, dass um 3, 4 Uhr nachts da großartig was los Ich war. kann mir das Das auch kann nicht ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Vor allen Dingen hätte das dann vielleicht die Polizei auch vermehrt auf den Plan gerufen, weil dann wirklich vielleicht Anwohner massiv gestört worden wären. Ja, also so abends, so 9, 10, okay, das gebe ich ihm, vor allem im Sommer, aber ansonsten, nee. Die würden versuchen, über meinen Zaun zu klettern oder irgendeine andere Scheiße abzuziehen. Und deswegen bin ich in der Nacht wach und schlaf morgens. Und ich schlaf ungefähr zwischen 4 und 6 Stunden am Tag. Plus, minus. Beispiel, ich bin gestern ins Bett um 4 Uhr 30 morgens und ich bin aufgestanden um etwa 9 Uhr. Ja. Das ist ja wenig. Dann schlaf später gut. Guten Morgen, kleine geile Fickmaus. Was? Ach Gott, warum? Es fehlt nur noch ein Bild. Huhu, sorry, hab heute noch nicht aufs Handy geschaut. Wollte den Sonntagvormittag genießen ohne Internet. Okay. Folgendes.
Du hast ja so einen Gesundheitscheck schon öfter gemacht, wegen Geschlechtskrankheiten und so weiter. Wie ist denn das? Wird man da auch intim untersucht oder was? Oder werden dann nur die Krankheitserreger, also im Blut festgestellt oder wie läuft denn das? Nee, da wird das Blut getestet. Man kann sich natürlich bestimmt auch beim Hausarzt intim untersuchen lassen. Ich frage nur, weil ich das nie gemacht habe. Braucht keinen Arzt, der mir auf die Eier starrt. Warum nicht? Tada! Der kann sich ja auch einfach ein Video von ihm angucken. Kannst du dich daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe? Ja, die Was denn, Scham, ja. was sind das denn für Tönchen? Ich glaube schon, dass er sich schämt. Das hat sich jetzt noch mal gefestigt. Ja, glaube ich auch. Ah, wieso? Ich gehe ja auch alle 3 Monate zum Frauenarzt. Die haben das alle schon gesehen. Ich bin aber keine Frau XD. Dachte, das gehört zu den Sachen, die du an mir magst. Die Ärzte haben auch alle schon Kerle gesehen. Meinst? Ja. Naja, ich weiß nicht, bin ja ein Drache, das ist schon was anders, XP. Klar haben sie das. Aber normal, wer mir auf die Eier schaut, soll entweder auch was damit anstellen oder es lassen, XD. Oh, ist das Was widerlich. ist das ein... Außerdem soll er doch mal googeln, wie ein Echsenschwanz aussieht. Da ist nämlich nix. Also wer ihm auf die Ich werde jetzt mal streamen. Eier Sorry. schaut, wer ihm auf die Eier schaut, der muss da auch was mitmachen. Es ist so. Ja, gesunde Einstellung, oder? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Nee, das kann doch. Wer schreibt diese Drehbücher? Das kann doch nicht von ihm kommen. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ganz furchtbar. Muss ja schließlich auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Okay, Games oder normal? Zelda, hab es fast durch. Das zieh ich gar durch. Hab dich lieb, Kleines. Hm, was machst du so? Ich trinke Kaffee und schaue Serie. Und du? Du Arme, hoffentlich geht es dir bald besser. Blöde Frage, bitte versteh das nicht falsch. Wenn du nicht drauf antworten willst, musst du nicht. Deine Periode. Hattest du die schon oder kriegst du die noch? Wie kommst du jetzt darauf? Weil mir gerade nur was eingefallen war und ich überleg, hab, dass das ja blöd wäre, wenn du am kommenden Wochenende hast. Oh mein Nee, Gott. hab ich nicht nächste Woche. Okay. Gibt es etwas, das ich für das kommende Wochenende besorgen soll? Ja, keine Einen anderen Tampons. Typ. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist so widerlich, ey. Mama. Kann das sein, dass du nächste Woche unpässlich bist? Wenn ja, verschieben wir das besser. Oder du kommst besser am Wochenende eher. Was? Aber Rainer ist ja ein gebranntes Kind in dieser Tatsache Ja, ich da. weiß. Seine angebliche Ex-Freundin, die mit der 1,5 Wochen zusammen war. Aber. Und da hatte sie ihre Tage. Das ist halt auch geil. Ja. Aber trotzdem, würde mich das jemand fragen, ja, so beim Kennenlernen oder so, ne? Einmal, wenn wir uns sehen, kann es sein, dass du dann deine Tage hast. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Entweder würde ich fragen, ob er Lack gesoffen hat, oder ich würde gar nicht drauf antworten. Ich würde das einfach wegignorieren oder ich würde blocken. Ich weiß es nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay, ist notiert. Was? So, machen wir weiter. Würdest du denn gerne essen, wenn ich dich besuche? Du meintest ja, du kannst gut kochen. Ja, kochen kann ich. Allerdings ist die Frage jetzt, ob wir was kochen wollen. Weil meine Küche ist nicht gerade die beste. Und ich habe nicht so viel gutes Geschirr und so ein Zeug da. Außerdem hoffe ich, dass ich sie halbwegs sauber kriege, bis du hier bist, aber ja, ich weiß nicht, ob ich dich in meine Küche betreten lassen will. Naja, aber irgendwas müssen wir ja essen. Ja klar, ich würde. Ach, du isst nichts Fettiges? Mein Vorschlag wäre jetzt Pommes, Kroketten, Schnitzel, Cordon Bleu und Ja.
Wenn dir jemand sagt, wenn du zu mir kommst, weiß ich noch nicht, ob ich dich in meine Küche lasse. Ich muss die erstmal grundsanieren. Und dir dann auch Ja. sagt, ja, ich habe nicht so viel Geschirr. Ja, zwei saubere Teller wird er ja wohl haben, oder? Ich weiß nicht, ob er vielleicht den Trog noch mal in Pink hat für die Mullen. Ja, okay. Dass die auch einfach so einen Eimer kriegen. Aber da hat man doch Auch gar keine das. Lust, dahin zu fahren, wenn die Ja, Küche. natürlich nicht. Aber jetzt. Es ist ja nicht das Einzige, was bei ihm eklig ist. Also sein Badezimmer ist ja genauso. Ja. Und ja, hier, Pommes mit Kroketten. Das ist halt bei Rainer Festessen. tatsächlich, ja, tatsächlich ein Abendessen. Kroketten, die ja eigentlich auch Beilagen sind, genau wie Pommes, die ja auch eigentlich Beilagen sind, macht er sich einfach zusammen. Und davon gibt es ja, glaube ich, sogar ein Bild. Da haut er sich so ein ganzes Ofenblech Kroketten rein und dazu noch Pommes. Ja, ich finde dieses Schnitzel, Cordon Bleu und eben die beiden Beilagen, das ist doch auch viel zu viel. Auch für zwei Leute. Ja, natürlich. Und guck mal, alles, was er kocht oder so, kocht in Anführungszeichen, ist halt wirklich so dieser billigste Fertigfraß und safe auch von einem Jahr. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Klar, das essen viele Leute ab und zu mal, aber er ernährt sich ja nur von sowas. Und du kannst ja deinem Date, sage ich jetzt mal, auch nicht einfach nur irgendwelchen frittierten Scheiß andrehen. So, das hat nämlich nichts mit Kochen zu tun, finde Ne, ich. natürlich nicht. Das ist nur warm machen, aufbacken, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht. Gibt ja zum Beispiel viele Leute, die gern Pommes essen. Aber ja, was er da für Vorstellungen hat von gutem Essen, das haben wir jetzt so oft gesehen. Wenn er versucht zu kochen, wenn er sich im Video oder im Livestream irgendwas reinhaut, sein Brot und Brötchen Gedöne. Ja, er hat weder Geschmack noch hat er Können. Das muss man einfach so sagen. Ja, ganz klar. Und so gewesen. Zum Frühstücken Brot, Wurst, Käse, Marmelade, Nutella etc. Zum Abendessen heiße Wurst mit Kartoffeln oder so. Also sowas wie heiße Stadtwurst, keine Ahnung. Gemüse, Obst. Ich muss jetzt wieder ein bisschen auf die Figur achten. Kartoffeln sind Gemüse. Obst kann. Trotzdem, klar, Kartoffeln sind Gemüse, aber das meint man nicht, wenn man sagt, man ernährt sich von Gemüse. Nein. Es. Also er möchte ja nur so ein ungesundes Zeug, was man gerne mal essen kann, aber sich nur davon zu ernähren, ist mit Sicherheit auch nicht so cool. Und Ja. ja, sie spricht es hier an, was ist mit Obst und Gemüse? Und er sagt, ja, Kartoffeln sind auch Gemüse. Hetze mich schon wieder da liegen. Kann ich klar besorgen. Bananen habe ich meistens immer im Haus. Äpfel, was magst denn so? Ich hatte jetzt eher an was mit Vitaminen gedacht. Brokkoli, Blattspinat, Pilze, grüner Salat etc. Ich mag an Obst eigentlich fast alles, außer Bananen. Die vertrage ich leider nicht so gut. Machen wir es einfach so. Machst mir eine Liste, was du möchtest, und ich besorge es dann. Okay. Was machst du so? Ich zocke und rede mit meiner Zeichnerin. Du? Deine Zeichnerin? Läuft mit der was? Nee, nee, keine Sorge, ist nicht mein Typ. Ja, Zeichnerin, hast du auf Pornhub schon mal geschaut? Inwiefern nicht dein Typ? Ach so, sie soll sich eigentlich also nur keine Sorgen machen, weil es nicht Rainers Typ ist. Ah, okay. Und mit Sicherheit 3 Kilo zu viel auf den Hüften hat. Übergewichtig. Oh, ach so. Ein bisschen habe ich im Moment ja auch. Nee, glaub mir, das sind ganz andere Ausmaße. Bei dir ist alles okay, keine Sorge. Ja, er sagt es ja hier sogar, gell? Übergewichtig, weil sie fragt, inwiefern nicht dein Typ. Ja. Was sind denn andere Ausmaße? 100 Kilo? XD. Es kommt ja, ach, auf die Grieße nicht an. Nicht auf das Gewicht, größere Frau, mehr Gewicht, kleinere Frau, weniger.
und sie nicht eifersüchtig. Ich hätte ja mit dir geredet, aber du kannst ja erst morgen. Alles okay, keine Angst. Okay. Oder willst doch reden. Was ist denn für dich zu viel? XD, du hast Vorrang. Nee, schaffe ich erst morgen. Ah, oh, lieb von dir. Also, das Gesundheitsamt macht nur einen HIV-Test. Also, welche Tests willst du haben? HIV, Syphilis und Hepatitis. Sind das alle? Dann rede ich mal mit meinem Hausarzt. Ja, guten Morgen. Also pass auf. Mein Hausarzt ist jetzt noch nicht da gewesen. Ich wollte es eigentlich hin, der aber um 11 macht er schon zu. Ich dachte, der macht bis um 12. Aber die haben mir beim letzten Mal, als ich telefonisch angerufen habe, gemeint, dass sie nur, ich werde jetzt dann nachher nochmal anrufen, wenn ich gegessen habe. Die haben aber gemeint, die machen nur HIV-Test. Und das kostet mich halt auch 20 Euro ungefähr. Also ist die Frage, reicht dir der HIV-Test wirklich nicht? Weil die Neustädter, die machen das eben nicht. Die machen keinen Ding, die haben gemeint, die machen nur HIV-Test kostenlos und anonym. Aber die machen halt keinen, die machen halt keinen Hepatitis oder was war das andere? Also die machen nur den HIV. Und mein Hausarzt macht aber, glaube ich, auch bloß den HIV-Test. Beziehungsweise, wenn mich das alles 20 Euro kostet pro Ding, dann wird das ein bisschen arg teuer. Da ist jetzt die Frage, was ist dir am wichtigsten, dass ich mich testen lasse? Weil ich habe ja jetzt seit Monaten schon wieder keine sexuellen Kontakte zu irgendwem. Ja, Rainer, das musst du nicht immer extra erwähnen. Das weiß eh jeder, ja. Also, ja, ich denke, da kommen mehrere Faktoren, wie er sagen würde, zusammen. Geld. Aber glaubst du ihm das? Was denn? Dass die das dass nicht die machen? Dort nur, ja, dass die nur AIDS-Tests machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber ich weiß es nicht, wie die das da gehandhabt haben bei ihm. Ich weiß es wirklich nicht, aber... Vielleicht haben sie auch gesagt, ja, die komplette Palette kostet 49 Euro, ist jetzt nur ein Beispiel. Und er hat dann gesagt, nee, ist mir zu teuer, dann nehme ich das kleine Paket. Und irgendwelche Symptome müssen ja eigentlich eintreten. Und generell müsste ich ja wissen, dass ich krank bin, das spürt man ja. Man muss ja irgendwelche Schwächeanfälle oder irgendwas, aber mir geht es genauso wie jedes Mal, also wie schon seit Monaten, seit Jahren. An sich. Also müsste es ja eigentlich irgendwelche Symptome geben. Also jetzt die Frage, was ist dir am wichtigsten? Und ja, dann werde ich da beim Hausarzt dann gleich nachfragen und schauen, was mich das kostet. Weil wenn mich das jetzt über 50 Euro kostet, mehr habe ich im Geldbeutel im Moment nicht. Und das ist eigentlich schon meine absolute letzte Kohle bis zum 20. Das heißt, ich muss jetzt dann noch 2-3 Tage warten, bis ich mein Geld erst wieder kriege. Ansonsten haben wir halt dann einfach keinen Sex, wenn du kommst. Dann können wir halt nicht miteinander schlafen, wenn du willst, dass ich erst alle Tests mache. Weil anders geht's halt nicht. Ja gut, dann muss das reichen. Dann HIV. Also auf HIV willst du, dass ich mich testen lasse. Ich werde trotzdem mal nachfragen. Schreib mir mal bitte nochmal Syphilis. Syphilis und was war das andere? Dann frage ich zumindest mal nach, was das kosten würde und ob die das überhaupt machen. Also das Gesundheitsamt macht nur HIV, das weiß ich, das habe ich nachgefragt und ich habe den Namen vergessen. Und mein Hausarzt hat eigentlich gesagt, dass die auch bloß HIV machen, aber ich kann ja nochmal nachfragen. Hepatitis. Yes, hör auf zu drücken. Okay, erzähl. Also hier bin ich mir jetzt absolut sicher, dass er Schwachsinn erzählt, weil niemals sagt dieses Gesundheitsamt oder Gesundheitszentrum, dass sie nur auf HIV testen. Nie im Leben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen beim Gesundheitsamt. Bin so selten oder bin nie so krank, dass ich irgendwie mit dem Gesundheitsamt zu tun haben muss. Selbst während der Pandemiezeit, wo die ja am Ball waren, gerade zu Anfang. Als ich erkrankt bin, da war das schon nicht mehr, dass man von denen Besuch kriegte und so weiter und unter Quarantäne gesetzt wurde. Aber ich glaube das Ganze auch nicht. Und er versucht es ja nochmal. Er hat sie ja schon runtergedrückt, nur auf den HIV-Test. Also, dass sie das andere gar nicht mehr zwingend erforderlich nennt. Und da sagt er,
Und den brauchst du aber, ne? Also nochmal, vielleicht sagt sie ja jetzt, ja komm, lass sein, du bemühst dich so, ich glaub dir. Du hast mir jetzt 100 Mal versichert, dass du keine Symptome spürst, also kannst du ja gar nicht krank sein. Er hat es immer wieder versucht. Ja. Sieht es. Und Syphilis auch? Nur wenn es geht. Okay, ich schau mal, was ich machen lässt. Ich werde mal mit meinem Arzt dann reden. Der macht das wieder um 16 Uhr ungefähr auf. Bis dahin muss ich mal warten. Schau mal wieder, ob ich telefonisch jemanden erreiche. Okay, HIV-Test könnte ich machen. Die anderen beiden macht er eigentlich nur auf Verdachtsfälle. Weil sonst zahlt, muss man das halt selber zahlen, ansonsten zahlt es halt die Kasse quasi. Ja. Also HIV mache ich auf jeden Fall einen, das ist kein Thema. Und den Rest schaue ich heute Nachmittag, wenn ich da hingehe, muss ich mal gucken. Du könntest heute dahin gehen. Wir haben im Sommer und Winter regelmäßig Aktionswochen, bei denen wir die von uns empfohlenen Tests für schwule und bisexuelle Männer kostenlos anbieten. Die nächsten Termine sind am 29.07., 5.08., 12.08., 19.08.2019 von 18 bis 20 Uhr. Die Wetten, damit hat er nicht gerechnet. Glaube ich auch. Und ich finde es auch so schön, dass die Dame, die das hier vorliest, das bisexuell so betont hat. Ja. Sehr gut gemacht. Jetzt bin ich auf eine Antwort gespannt. Ja, ich auch. Die testen die Sachen. Und du hast natürlich auch dem Typen einen geblasen. Das ist ja auch sexuell aktiv. Ja, und wo genau ist dieser Test? Ich werde um 16 Uhr zu meinem Arzt gehen, mich testen lassen, schauen, was die anderen Tests kosten. Das wusste er telefonisch nicht. Und dann schaue ich mal. Und ja, dann lasse ich mich auf HIV testen. Und wenn dir das dann nicht reicht, dann ja, haben wir halt keinen Sex. Weil um ehrlich zu sein, du sagst, du kommst mir so weit entgegen. Ich versuche dir auch entgegenzukommen. Ich habe mich jetzt extra informiert. Ich sage dir, ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich habe keine Krankheiten, ich lasse mich trotzdem testen. Und auf HIV speziell. Und wenn die anderen Tests noch mitgehen, dann ja, wenn nicht, dann nein. Ja, und ich habe momentan mit Krankenkasse sowieso ein bisschen Problem, deswegen bin ich da nicht so begeistert von, wenn ich da jetzt groß testen tue und so weiter. Ach, Ja. Krankenkassenprobleme. Das ist ja ganz was Womöglich. Neues, ganz neue Tönchen. Ja, komm, hausch die 100 Euro auch nochmal auf meinen Deckel und fertig. Das kommt dann auch noch oben drauf, ne? Das war, ne? Ja, unangenehm. Unglaublich, ja. Also ich kann mir echt vorstellen, als ich das letzte Mal beim Arzt war, haben sie ihm die Gesundheitskarte durchgeschnitten. Oh, nee. Einer der Gründe, warum ich mich so sehr sträube momentan, weil ich da Probleme mit meiner Krankenkasse habe. Genau. Und dann schaue ich einfach mal, was dabei rauskommt. Ich verstehe, dass du da so vorsichtig bist und es ist auch sehr gut, dass du so bist. Das begrüße ich auch, weil es ist wirklich sinnvoll. Aber ja, es ist halt schon übertrieben bei mir, weil ich halt wirklich so gut wie keine sexuellen Aktivitäten habe, mich jetzt sowieso testen lasse. Ja. Da fällt mir was ein, was anderes. Wann ungefähr willst du heute reden? Weil ich muss jetzt um 15 Uhr gleich los und zum Kumpel. Und danach muss ich zum Hausarzt und dann bin ich erst wieder da. Es wird wahrscheinlich erst um 17 Uhr sein, bis ich wieder zu Hause bin. Muss der jetzt erst zum Kumpel und sich Geld pumpen? Wahrscheinlich. Du, hey, kannst du mir 50 Euro leihen? Ich muss mich testen lassen, weil sonst habe ich wieder keinen Sex. Sonst bleibe Oh. ich weiterhin Jungfrau. Wir sind gemein. Ja, aber ehrlich. Ja, das stimmt. 17 Uhr schaffe ich. Ja, ich weiß aber nicht, dass ich schaffe. Sagte ja, das bin ich gerade wieder, da wenn ich Glück habe, 18, 19 Uhr, irgendwann wäre mir lieber. Okay, muss ich schauen, dass ich das schaffe. Heute habe ich halt nicht viel hin und her.
Also, ich bin dann mal ein paar Stunden weg. Bis später. Grünes Herzchen. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Habe jetzt mal einen Test machen lassen, war bei meinem Kumpel, habe mir den Kühler geholt. Den werde ich die nächsten Tage einbauen lassen. Und mal schauen. Entweder lasse ich den noch die Woche einbauen oder ich mache es nächste Woche. Mal gucken, wie das finanziell hinhaut. Und ich brauche das Auto ja auch, wenn du da bist. Mal schauen. Vorher wäre natürlich schöner, aber wenn ich es danach erst mache, ist es auch nicht so schlimm. Und den Test werde ich machen lassen. Ich hoffe, die Dame ist zufrieden. Ich habe jetzt nämlich HIV, Syphilis und Hepatitis testen lassen. Alles drei. Oder lass es jetzt testen. Bis Freitag sollte das Ergebnis da sein. Und die schicken es mir dann per Mail, beziehungsweise ich werde dann Freitag früh, beziehungsweise Freitagmittag nochmal nachfragen, was jetzt ist. Also am Freitag soll ich das Ergebnis bekommen, zumindest laut deren Aussage. Noch als kleiner zusätzlicher Beweis, mein Pflaster am Arm, auch wenn es schon wieder halb abgeht, weil es bei mir auf der Haut immer enthält. Hui, freu mich. Cool. Naja, dann hoffen wir einfach mal, dass das Ergebnis bis dahin da ist. Aber laut meiner Ärztin, also laut meinem Arzt, müsste es eigentlich bis dahin da sein. Es kostet mir jetzt zwar mehr, aber was bist du mir wert? Außerdem. Wieso ist sie ihm das wert? Er Es ist bekommt ja seine Gesundheit. ja, eben und. Er möchte doch knattern. Ach Gott. So Auch unangenehm. dieses Pflaster würde ich jetzt nicht als krassen Beweis ansehen, aber okay. Ja, komm. Ja. Er muss doch Aua Ja. zeigen, Mensch. Ich hätte es nur deswegen nicht machen können, weil ich gedacht habe, ich muss es direkt bar zahlen. Aber ich kriege dafür eine Rechnung vom Labor. Ach, die wird eh nicht bezahlt. Genau, das war ja's. Also ist dann gar kein Problem, dass es mehr gekostet hat, weil es wird ja eh nicht gezahlt. Safe hat er das nicht gezahlt. Ja, Da da bin bin ich ich. mir hundertprozentig Ja, sicher. ich mir auch. Oh, unglaublich. Also brauche ich da gar nichts in die Richtung machen. Muss ich nur die Rechnung zahlen, wenn sie kommen, denn die kommen dann wahrscheinlich erst eine Woche oder 2 Wochen später. Und bis dahin habe ich genug Geld. Ja, wäre super. Ich krieg meins Donnerstag spätestens. Okay. Naja, ich denke, dass ich es bis Freitag kriege. Die waren recht zuversichtlich. Die schicken das morgen weg. Morgen ist Dienstag. Und wenn sie es morgen gleich wegschicken, dann sollte, also wir werden es dann früh gleich wegschicken, denke ich. Und wenn sie es dann, dann dauert es 2, 3 Tage, bis es dann ankommt, das Ergebnis. Also ich denke, es dürfte halt bis Freitag da sein. Hoffe ich einfach mal. Wie gesagt, ich bin schon die ganze Zeit rücksichtsvoll. Aber es gibt halt manche Sachen, die halt einfach schwierig sind für mich zu klären oder zu machen oder umzusetzen. Rücksichtsvoll ist es sicherlich nicht, wenn er mit vollem Mund spricht. Ja, natürlich nicht. Ja, und warum schmatzt er dann gerade so? Ja, weil Rainer nichts von Rücksicht hält. Stimmt. Hör auf. Ich will drücken. Wenn ich sie umsetzen kann, dann würde ich das natürlich immer gerne machen. Genauso wie ich dich immer beschützen werde, wenn ich kann. Aber ich kann halt, ich bin halt jemand, ich kann halt nichts garantieren. Weil ich halt immer mit dem Unvorhergesehbaren, immer mit dem Unvorhersehbaren rechne. Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Nee. Was bedeutet, man kann es nicht vorhersehen, was als nächstes passiert? Ziemlich schwierig, das Ganze. Yay. Und Cola-Bärchen 12 ist auch geschafft. Ja, es wird jetzt, also ob es weniger anstrengend wird, kann ich nicht beurteilen, aber die Leaks werden kürzer. Ne? Wir haben ja mal gespickt, wie lang die anderen Teile noch so sind. Die ganz langen Teile haben wir hinter uns. Die nächsten sind ja immer so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde. Und die Leute können sich ja jetzt freuen. Es wird auch ein bisschen abwechslungsreicher, weil das hier war ja jetzt nur WhatsApp. Das nächste wird dann ein Telefongespräch, das übernächste wieder WhatsApp und das überübernächste wieder ein Telefongespräch und so weiter. Also das wechselt sich jetzt die nächsten Videos wirklich ab. Ja, also er hat jetzt den Test gemacht. Jetzt ist dieses leidige Thema ja erstmal vom Tisch, zumindest
Zumindest für einige Tage, bis er dann offenbaren soll. Wahrscheinlich wird sie ihn ja bitten, den Test oder das Ergebnis des Tests im Voraus zu schicken, damit sie auf Nummer sicher gehen kann. Könnte ich mir vorstellen. Für so gewieft halte ich sie. Aber wir werden sehen. Ja, es war heute nicht ganz so schlimm, ne? Bis auf seine teilweise echt ekligen Begrüßungen und der Schwall von Kosenamen, der uns entgegengeschwappt ist. Völlig übertrieben. Ja. Gerne, wenn er gestreamt hat. Aber ja, es gab so ein paar Aussagen, die waren lustig. Es war aber heute nicht ganz, ganz so widerlich wie sonst schon mal, fand ich jetzt. Ja, das stimmt. Bis auf so kleine Ausreißer war es heute eigentlich relativ angenehm. Genau. Trotzdem bedanke ich mich bei dir, dass du wieder dabei warst und dir das hier mit angetan hast. Kein Problem. Wer hat heute Abend das letzte Wort? Du. Ich, okay. Und zwar wirklich. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Bedanke mich bei den Zuschauern und die sollen uns gerne Kommentare da lassen und bis zum nächsten Mal. Ja, dem schließe ich mich an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt viel Spaß, viel Freude. Mehr als Rainer auf jeden Fall. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.